Ja, liebe Frauen, liebe Gäste, zuerst möchte ich hier von unserer Frauenkonferenz, der Frauenkonferenz der Linken aus, den Frauen in der CSU aufrichtig gratulieren. Sie haben nämlich in der Partei von Franz Josef Strauß eine Frauenquote durchgesetzt. Und ich glaube, wer die CSU ein bisschen kennt, weiß, dass das mehr als nur eine Palastrevolution ist. Begonnen hatte es mit der Quote, ihr erinnert euch, 1979 bei den Grünen. Und jetzt, nach mehr als 30 Jahren, ist es bei der CSU angekommen. Und was will ich damit sagen? Es ist schon erstaunlich, wie viel Zeit in dieser Gesellschaft verstreichen muss, damit eigentlich Selbstverständliches durchgesetzt wird. Und bei aller Ungeduld, die wir als Linke natürlich immer besonders verspüren, müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, wie langsam doch gesellschaftliche Prozesse sich vollziehen können. Wie viele unendliche Diskussionen wurden und werden immer wieder auch bei uns geführt, ob denn die Quote nicht sich überlebt habe oder ob es etwas ist, was man beibehalten solle. Ich habe den Eindruck, dass wer sich der Frauenpolitik, der Gleichstellungspolitik und der Genderpolitik verschrieben hat, besonders ausdauernd und beharrlich sein muss. Und deshalb möchte ich mich bei euch allen, die ihr hier nach Leipzig gekommen seid, für euer Engagement für die Linke recht herzlich bedanken. Ich möchte in meiner Rede hier zur Eröffnung auf drei Lebensbereiche eingehen, mit denen wir uns seit Jahren intensiv beschäftigen und in denen wir auch vor völlig neuen Herausforderungen stehen. Das erste ist die Demokratie, das zweite ist die Ökonomie, das dritte sind wir selbst, die Linke. Zur Demokratie. Die Herausforderung besteht aus meiner Sicht darin, dass wir die Demokratie stärken müssen, indem wir für eine gerechtere Verteilung von Reichtum in unserer Gesellschaft kämpfen. Schauen wir uns um, was passiert gerade. Angela Merkel kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und sie versteht ihre eigenen Wählerinnen und Wähler nicht mehr. In Stuttgart geht das aufgeklärte Bürgertum auf die Straße und demonstriert gegen einen gigantischen Bahnhof und gegen den Umgang inzwischen vor allen Dingen mit den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße. In Hamburg stimmt das statusängstliche Bürgertum gegen eine von der CDU, den Grünen, SPD und Linken getragene Schulreform. Und in Berlin demonstriert das junge ökologische Bürgertum gegen Überwachung im Internet und die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke. Und alle fragen sich, warum vertrauen Wählerinnen und Wähler von CDU und FDP nicht mehr den von ihnen gewählten Regierungen? Warum gehen plötzlich Menschen auf die Straße, die bisher noch nie an einer Demonstration teilgenommen haben? Ist das Ausdruck von Politikverdrossenheit? Und die Frage, schlägt die Politikverdrossenheit jetzt in aktiven Protest um? Ich war selbst, wie viele von euch natürlich auch, am 18. September auf der großen Anti-Atom-Demonstration in Berlin und war begeistert von den 100.000 Demonstrierenden und von der dort fröhlichen und rebellischen Stimmung. Am 29. September, also 11 Tage später, beteiligte ich mich in Berlin an der Demonstration »Wir zahlen nicht für eure Krise«. Es waren 5.000 Menschen da, die gegen Sozialkürzungen demonstrierten. Nun ist das für einen normalen Mittwoch nicht schlecht, aber das reicht nicht aus, um die Regierung zu einer Kurskorrektur zu bringen. Und ich musste zur Kenntnis nehmen, dass immer noch mehr Menschen wegen Stuttgart 21, wegen Atomkraftwerken auf die Straße gehen, als gegen Sozialabbau und Hartz IV. Und wir müssen uns doch fragen als Linke, warum ist es so schwer, die Menschen, die am härtesten von der Bundesregierung abgestraft werden, zum Widerstand zu bewegen. Das Kürzungspaket, man kann auch sagen Abstrafungspaket der Bundesregierung, ist in erster Linie ein Programm zur Frauendiskriminierung. Denn Frauen befinden sich überdurchschnittlich in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Frauen müssen bei der Lohn zum Leben oft nicht reicht zum Amt gehen und um Almosen bitten. Und Frauen werden in Zukunft kein Elterngeld mehr bekommen, wenn sie arbeitslos sind. Und wie wir heute der Presse entnommen haben,
hat die Bundesagentur schon, obwohl der Bundestag diesen Beschluss noch gar nicht gefasst hat, den die Bundesregierung vorgelegt hat, in vorauseilendem Gehorsam Bescheide verschickt, dass es kein Elterngeld mehr geben wird. Das ist wirklich eine Sache, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssen. Und vor allen Dingen wir als Frauen, weil dieses ganze Paket vor allen Dingen ein Angriff auf die Frauen ist. Und Frauen, um das noch hervorzuheben, wird der unverschämte Vorwurf gemacht, dass sie das wenige Geld, was sie zum Beispiel bei Hartz IV bekommen, nicht ausgeben, sondern vertrinken und verrauchen. Ansonsten hätte man ja die Diskussion über das angebliche Herausrechnen von Alkohol und Zigaretten aus dem Hartz IV-Satz nicht angefangen. Es geht also nicht um Sozialkürzungen, nicht nur, sondern auch um gezielte Demütigungen, um einen Angriff auf die Würde von Millionen von Frauen in unserem Land. Und es ist unglaublich verlogen, wie diese Bundesregierung ständig Menschen einerseits ausgrenzt und dann fordert, sie sollen sich engagieren, sie sollen sich integrieren. Auf eine besonders perfide Besonderheit möchte ich auch aus meiner Sicht als Haushälterin der Bundestagsfraktion hinweisen. Einer alleinerziehenden arbeitslosen Mutter wird das Elterngeld von 300 Euro ersatzlos gestrichen. Dieses Geld bekommt dann eine andere arbeitslose Mutter als Bildungsgutschein für ihr Kind. Es wird also armen Kindern etwas weggenommen, damit andere arme Kinder etwas bekommen, ein Almosen. Das ist eine zynische Logik der Bundesregierung, der wir uns entgegenstellen sollten. Man könnte aber die Fragen andersrum formulieren. Also CDU und FDP sagen, alles was sich ändert bei Hartz IV, muss aus dem Haushalt des Bundesarbeitsministeriums, also aus dem Haushalt von Frau von der Leyen, ausgeglichen werden. Wenn diese Regel generell gelten sollte, müsste doch gefordert werden, dass der Finanzminister Schäuble und der Wirtschaftsminister Brüderle aus ihren Haushalten die Gesamtkosten der Krise tragen müssten. Wenn sie das tun würden, glaube ich, würde nicht mal das Geld für ihre eigenen Gehälter übrig bleiben. Nein, die Finanzkrise muss die zuständigen Ministerien mit keinem Cent aus ihren Haushalten unterstützen, sondern ganz im Gegenteil, es wurde ein Sondervermögen, man kann auch sagen Schattenhaushalt, von 480 Milliarden Euro gebildet. Und diese unverfrorene Umverteilung unter den Ärmsten in der Gesellschaft, verbunden mit vielen Sanktionen und zynischen Tipps, wie man mit weniger Geld auskommen kann, diese müsste doch eigentlich die Menschen auf die Straße treiben. Das funktioniert aber nicht. Und darum müssen wir als Linke uns auch auf dieser Konferenz fragen, warum nicht? Wir müssen uns auch fragen, wer spricht eigentlich, wie oft und wie intensiv mit den von Sozialkürzungen betroffenen Frauen? Wer sagt ihnen, dass sie diese Entwürdigung und Demütigung nicht hinnehmen müssen? Wer sagt ihnen, dass wir gemeinsam nach einem Ausweg aus dieser Misere suchen? Und wer gibt ihnen Lebensmut? Ich sehe es als Aufgabe unserer Partei, der Partei Die Linke, sich dieser mühsamen Aufgabe zu stellen. Häufig geht es mir aber so, und vielleicht auch euch, wenn ich solche Forderungen formuliere, kommt häufig ein Zwischenruf oder die Bemerkung, wir dürfen doch nicht Hartz-IV-Partei sein, nicht nur Hartz-IV-Partei sein. Das ist einerseits richtig, aber es ist auch gleichzeitig falsch. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr und viel konkreter mit den Menschen zusammenarbeiten, die von dieser Regierung jeden Tag ausgegrenzt werden. Unsere Aufgabe. Aufgabe ist es, immer wieder Mut zu machen und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Aber wir müssen auch mit den Menschen sprechen, die für andere Ziele auf die Straße gehen. Und Sibylle Stamm wird uns das sicher auch von vor Ort berichten können. Nicht jeder, der gegen Stuttgart 21 demonstriert, würde sich an einer Demonstration gegen Sozialabbau beteiligen. Aber wenn schon jeder Zehnte von ihnen mitmachen würde, wäre das ein Erfolg. Ich, liebe Genossin, stelle mir die Frage, ob es uns gelingen kann, Freiheit statt Angst, Stuttgart 21, Atomkraft, damit Schluss jetzt, wir zahlen nicht für eure Krise, unter einen Hut zu bekommen, oder sind die Interessen doch zu verschieden? Darum müssen wir nach dem gemeinsamen Punkt suchen. Und einen gemeinsamen Punkt gibt es auf jeden Fall. Diese Bundesregierung vertritt nicht die Interessen der Mehrheit in diesem Land,
sie ist nur noch devoter Dienstleister von Lobbyisten. Und die Bundesregierung ist in einer Minderheitenposition, wenn es um die Einführung von Mindestlöhnen, um Rentenkürzungen und um den Afghanistan-Krieg geht. Und ich habe den Eindruck, dass kein Tag vergeht, an dem nicht Entscheidungen der Bundesregierung von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden. Ich erinnere nur, um ein Beispiel zu nennen, an die Mövenpick-Spende, an die FDP und die darauf folgende Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Hotelübernachtungen. Alle Demonstrierenden sind sich in einer Frage einig. Diese Bundesregierung handelt über die Köpfe der Menschen hinweg. In ihrer Ignoranz und Halsstarrigkeit ist sie taub für jedes vernünftige Argument. Sie ist nicht dialogfähig, schlimmer noch, sie ist auch nicht mehr demokratiefähig. Und diese Demokratieunfähigkeit ist möglicherweise der gemeinsame Nenner aller Demonstrierenden, an den wir anknüpfen sollten, liebe Genossinnen. Zur Ökonomie. Unsere Herausforderung besteht darin, dass die Ökonomie zu wichtig ist, um sie den Männern zu überlassen. Wir Frauen sollten uns nicht auf Nebengleise abschieben lassen. Die Bundesregierung redet im Augenblick nur noch über den Aufschwung. Die Krise hat sie bereits vergessen, obwohl die Ursachen der Krise noch nicht mal einmal im Ansatz bewältigt sind. Auch darauf hat Sibylle Stamm ja gestern in ihrem Redebeitrag schon hingewiesen. Gestern war die Diskussion mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Nicht, dass ihr denkt, ihr seid zu spät gekommen. Der Internationale Währungsfonds kritisiert in dieser Woche, und der Internationale Währungsfonds ist ja nicht gerade eine linksradikale Organisation, dieser Fonds kritisierte also in dieser Woche das fehlende Engagement der Politik zur Regulierung der Finanzmärkte. Ich will nur ganz kurz aus diesem Bericht zitieren. Echter Fortschritt ist notwendig. In mehreren Bereichen ist viel gesagt, aber wenig erreicht worden. Und mit dem Verweis auf internationale Regulierung drückt sich die Bundesregierung vor allen nationalen Regelungen. Und ich bin immer wieder verwundert, dass es der Bundesregierung möglich war, die Banken mit einem nationalen Rettungsschirm vor dem Untergang zu retten, dass sie aber nicht in der Lage ist, mit einer nationalen Regulierung zu beginnen. Und wenn wir uns, ich hatte die Zahl vorhin genannt, vorstellen, wie man mit 480 Milliarden Euro auch anders umgehen könnte. Ich glaube, da hätten wir gemeinsam viele Ideen. Aber die Regulierung ist ja nur eine Ursache oder die fehlende der Finanzkrise. Die eigentliche Ursache liegt in der ungleichen Verteilung des Reichtums. In diesem Zusammenhang möchte ich euch wärmstens ein Buch empfehlen, das heißt Gleichheit ist Glück. Warum eine gerechte Gesellschaft für alle besser ist. Die Autoren des Buches haben unzählige offizielle Studien ausgewertet und sind zu beeindruckenden Ergebnissen gekommen. Ich will nur drei Resultate nennen. Erstens die soziale Stellung der Frau. Fasst man den Anteil von Frauen im Parlament, die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen und den Anteil von Frauen unter den Absolventen weiterführender Schulen zu einem Index des sozialen Staates zusammen, dann schneiden hier die Länder mit vergleichsweise geringer Ungleichheit eindeutig besser ab. Das heißt, Finnland, Schweden, Norwegen und andere Länder liegen deutlich vor der Bundesrepublik Deutschland. Der zweite Punkt, den ich anführen möchte aus diesem Buch, was sehr umfangreich ist, also darum nur wenige Beispiele, Gesundheit und Lebenserwartung. Wir haben ja dazu auch noch einen Workshop. Die Sterblichkeit und die Gesundheit in einer Gesellschaft hängt weniger vom Reichtum der Gesellschaft insgesamt ab, sondern von der Verteilung des Reichtums. Und je gleichmäßiger der Reichtum verteilt ist, desto besser ist die Volksgesundheit. Die Autoren stellen zum Beispiel bezogen auf Ostdeutschland fest, in Ostdeutschland, Zitat, nahm die Ungleichheit nach dem Fall der Mauer zu, und einige Langzeitstudien haben inzwischen gezeigt, dass dieser soziale Umbruch dort zu einem erhöhten Körpermasseindex bei Kindern, jungen Frauen und jungen Erwachsenen führte. Drittes Beispiel, schulische Leistungen. Studien zeigen, dass die Steilheit des sozialen Gefälles die Leseschreibkompetenz im nationalen Rahmen beeinflusst. Liebe Genossinnen, liebe Gäste,
nicht. Jede Feststellung, die ich hier gerade zitiert habe aus dem Buch, ist neu oder überraschend. Aber sie führt mich zu der Frage, ob wir uns als Linke nicht häufig zu sehr in Detailproblemen verlieren und den großen gesellschaftlichen Rahmen manchmal dabei aus dem Auge verlieren. Nicht allein einzelne Faktoren sollten wir betrachten, sondern uns immer wieder an die Frage der Verteilung, der gerechten Verteilung in unserer Gesellschaft heranwagen. Und wie sehr wir alle fachpolitisch engagiert sind, und es sind ja hier auch viele Abgeordnete anwesend, habe ich persönlich immer Probleme mit dem Begriff, der gerne in Fraktionen verwendet wird, der Fachabgeordneten. Also ich bin von den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis nicht als Mitglied irgendeines Gremiums gewählt worden, sondern als Abgeordnete, als ihre Vertreterin. Und ich sage auch mal im Umkehrschluss, wenn ihr als Abgeordnete in eurer Fraktion euch für ein Fachgebiet nur zuständig fühlt und euch auch darauf beschränken lasst, dann schränkt ihr auch euren Einfluss in der Gesamtpolitik ein. Und das sollte man, glaube ich, immer wieder bedenken. Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke. Ich glaube, die Linke muss selbstbewusster werden und versuchen, Menschen für ihre Ideen und Ideale zu begeistern. Wir werden ja nachher über den Programmentwurf diskutieren und uns natürlich auch damit auseinandersetzen, was kann verändert und verbessert werden. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns in Fallen begeben. Denn wir erleben ja im Augenblick in unserer Gesellschaft nicht nur einen psychologischen Krieg gegen die Ärmsten und die Ausgegrenzten, sondern auch gegen die Partei, die sich am stärksten gegen die Ausgrenzung von Menschen wehrt, nämlich die Linke. Und mit allen Mitteln wird versucht, unsere Partei zu demotivieren, zu desorientieren und zu spalten. Genossinnen und Genossen werden häufig gegeneinander ausgespielt. Die einen sind dann die guten Reformer und die anderen die bösen Dogmatiker. Ich wundere mich manchmal, denn dieses Schwarze-Peter-Spiel ist so durchsichtig, dass es für mich schon erstaunlich ist, dass auch immer kluge Genossinnen und Genossen aus unseren Reihen darauf hereinfallen. Vielleicht gelingt es uns auch mit dieser Konferenz einen Beitrag dazu zu leisten, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird. Karin hat schon einige Punkte angesprochen, die wir hier auch auf dieser Konferenz besprechen wollen. Wir sind die Partei, die aus der Einquellpartei PDS mit einer Frauenquote von 45% gekommen ist. Jetzt liegen wir bei ungefähr 37% und haben damit verglichen mit allen anderen im Bundestag vertretenen Parteien eine sehr, sehr hohe Beteiligung von Frauen. Wir haben nicht nur Oberbürgermeisterinnen, Ministerinnen und Senatorinnen. Wir haben eine Bundestagsfraktion, in der es mehr Frauen als Männer gibt. Wir haben wie in Berlin und Nordrhein-Westfalen Fraktionen in den Landtagen, in denen mehr Frauen als Männer sind. Der Thüringer Landtag fällt da besonders ins Auge mit 58% der Abgeordneten, die Frauen sind. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und wenn die Teilhabe von Frauen an der Demokratie ein Gradmesser für die Reife einer Demokratie ist, dann ist die Linke eine demokratische Vorreiterin in der Parteienlandschaft. Und dass wir Frauen, jedenfalls nach diesen Zahlen, so gut dastehen, ist auch ein Ergebnis eurer Arbeit, das ihr selbst auch nicht gering schätzen solltet. Natürlich müssen wir uns fragen, wie kann es sein, dass Frauen in den Parteistrukturen, wenn nicht 50%, so manchmal auch die Mehrheit haben und nicht immer ihre Interessen durchsetzen. Das wäre vielleicht auch ein interessantes Diskussionsthema auf dieser Konferenz. Bei allen positiven Zahlen sind wir natürlich nicht zufrieden, dann werden wir ja nicht mehr fortschrittlich. Im Osten sind wesentlich mehr Parteien in der Linken, 44%, im Westen sind es knapp 25%. Vielleicht gelingt es uns, gemeinsam herauszufinden, warum das so ist. Und gerade in den Kreisvorständen, das haben wir ja durch die sehr intensive Arbeit der Kolleginnen und Genossen aus dem Parteivorstand herausgefunden, gibt es einen beträchtlichen Mangel an Frauen, die bereit sind, dort mitzuarbeiten. Ein Kritikpunkt, den wir oft hören, ist die Frage der Kultur in der Partei. Und ihr wisst selber alle aus leidvoller Erfahrung, dass diese Kritik häufig berechtigt ist.
Und ich glaube, die sollte sich ja nicht nur auf uns beziehen, sondern wir müssen uns überlegen, dass alle unsere Vorschläge, wie wir uns eine gerechte, kulturvolle und solidarische Gesellschaft vorstellen, nicht ernst genommen werden, wenn wir nicht selbst gerecht, kulturvoll und solidarisch miteinander umgehen. Ich bin mir sicher und bin davon überzeugt, dass ihr oder viele von euch es auch sind, dass wir mit mehr Frauen in unserer Partei viele der angesprochenen Probleme lösen könnten. Und darum, falls jemand hier im Raum sitzt und noch nicht Mitglied der Partei ist, ich habe immer einen Parteiaufnahmeantrag dabei, und wer möchte, könnte gleich eintreten. Ich würde das auch persönlich entgegennehmen. Liebe Genossen, die Frauen sollen aber nicht nur in unsere Partei eintreten, damit wir eine bessere Partei haben. Wir brauchen insbesondere viele Frauen, um die Rechte der Frauen in dieser Gesellschaft durchzusetzen. Wir müssen uns sagen, es passiert in unserem Land nur das, was wir gemeinsam zulassen. Und wir lassen immer noch viel zu viel zu, weil wir schlecht organisiert sind und weil wir viel zu viel Zeit dazu verwenden, um Probleme innerhalb der Partei zu lösen. Bei einem Besuch kürzlich bei unserem Genossen in den Niederlanden, bei der Sozialistischen Partei, haben sie mir gesagt, sie versuchen, eine Regel umzusetzen, nur ein Drittel der Zeit für interne Probleme und zwei Drittel für praktische Parteiarbeit. Und wenn wir auch bei uns diese Regel einführen und umsetzen könnten, dann würden wir, glaube ich, das Land auch grundsätzlich in unserem Sinne verändern können. Liebe Genossinnen und Genossen, manche fragt sich natürlich, die sich überlegt, soll ich in eine Partei eintreten, warum nicht zu der SPD oder zu den Grünen? Und da will ich euch ein Argument nennen, was gerade in dieser Zeit besonders wieder aktuell wird durch die Diskussion um Hartz IV. Bei der Bundestagswahl 2002 erreichte die damalige PDS nicht die 5%-Hürde und nur Petra Pau und ich waren als direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag. Und in dieser Zeit wurde die Agenda 2010 beschlossen mit den Hartz-Gesetzen. Und ich bin fest davon überzeugt, hätte es während dieser Periode eine starke Linke im Deutschen Bundestag gegeben, wäre es nicht zu diesen Beschlüssen gekommen. Und darum sage ich immer, die Linke sollte als Bewährungshelferin von SPD und Grünen agieren, damit beide Parteien nicht in die Zeit von Gerhard Schröder zurückfallen. Und dazu braucht es uns als ein starkes linkes Korrektiv in der Bundesrepublik Deutschland. Liebe Genossen, zum Abschluss, wir diskutieren ja gleich darüber, möchte ich euch etwas zum Programmentwurf sagen, ohne der Diskussion vorzugreifen. Wir haben in einigen Publikationen ja sehr zugespitzte Fragestellungen gelesen, Verwässerung des Programms, aufweichen, festhalten, völlig anders schreiben. Ich glaube, wenn wir uns entschieden haben, für eine Programmdiskussion ungefähr 2 Jahre Zeit zu nehmen, ist es doch selbstverständlich, dass es an diesem vorgelegten Programmentwurf Änderungen geben muss. Ansonsten könnten wir uns doch die gesamte Diskussion sparen. Und der heutige Kongress, die Tagung, die wir jetzt gerade begonnen haben und fortsetzen werden, wird selbstverständlich Einfluss nehmen müssen auf die Programmdiskussion. Ansonsten müssten wir uns ja zu solchen Diskussionen nicht versammeln. Liebe Genossinnen und Genossen, allerdings ist ja auch mal die Frage, wozu braucht man überhaupt ein Programm? Außer, dass man nicht das Parteigesetz erfüllt. Aber die haben wir mit unseren Eckpunkten schon erfüllt. Wir brauchen eine Identifikation natürlich, aber wir wollen in erster Linie nach außen wirken und Menschen begeistern, sich hinter den Vorstellungen, die wir haben, auch zu versammeln. Und als Parteivorsitzende freue ich mich natürlich immer, wenn ich anregende wissenschaftliche Publikationen lese. Doch ein Grundsatzprogramm ist keine Dissertation und schon gar keine Habilitation, sondern es sollte ein Handbuch sein. Allerdings nicht vom Umfang her, sondern von seiner Handhabbarkeit her. Und ich glaube, wir schaffen das mit dem Handbuch nur und mit der Praktikabilität, wenn wir aus unserer Programmdiskussion keine geschlossene Veranstaltung machen, sondern wenn wir möglichst viele Menschen in die Diskussion einbeziehen, die auch nach Antworten suchen. Und da es ja nicht leicht ist, Menschen für Politik zu begeistern, ist es manchmal, glaube ich, schon ein gutes Ziel,
wenn wir uns vornehmen, dass viele das Programm einfach einleuchtend finden. Und zwar einleuchtend, weil es einen notwendigen Erkenntnisprozess beschreibt. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Programmleserinnen und Leser sollten, wenn sie das Programm lesen, ja so etwas wie eine Erleuchtung haben. Wenn der derzeitige Entwurf noch nicht auf diesem Stand ist, dann sollten wir gemeinsam alles tun, um ihn dahin zu führen, dass er erstens lesbar, zweitens einleuchtend, drittens überzeugend und viertens auch so ist, dass viele sagen, die Partei Die Linke, das ist die Partei, da will ich mitmachen, da können feministische Interessen umgesetzt werden, dort können wir uns hinter versammeln und da ziehen wir gemeinsam an einem Strang, kämpfen für ein Ziel, um unsere Gesellschaft friedlicher, solidarischer, gerechter und kulturvoller zu machen. Ich glaube, das ist ein notwendiges Ziel. Vielen Dank.